Ja, hallo, mein Name ist Axel Hesse, ich bin 42 Jahre alt, bin verheiratet, habe ein Kind und bin seit 1990 in der Freiwilligen Feuerwehr Rosamerode-Trobenhausen. Seit wann bist du Zugführer? Ich bin seit 2014 Zugführer. Und welche Aufgabe hat man dann als Zugführer? Ja, als Zugführer bist du dafür verantwortlich, bei größeren Einsätzen verschiedene Feuerwehreinheiten zu leiten. Und welche Voraussetzungen muss man für den Zugführer erfüllen? Ja, für den Zugführer muss man als Voraussetzung haben den Gruppenführerlehrgang. Das berechtigt einen, um den Zugführerlehrgang zu machen. Welche Motivation hattest du, diesen Lehrgang zu machen? Ja, ich bin in 2014, 2011 wurde ich zum stellvertretenden Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Trobenhausen gewählt und musste da den Gruppenführerlehrgang machen. Und als ich das gemacht habe, war natürlich meine Motivation hoch, mich weiterzubilden. Und dementsprechend habe ich dann in 2014 den Zugführerlehrgang absolviert. Dank.